Inseln Dominica und St. Vincent liegen in der östlichen Karibik und gehören zu den kleinen Antillen, die den Atlantischen Ozean vom Karibischen Meer trennen. Auf diesen beiden Inseln leben heute noch in eigenen Reservaten Nachfahren der Kariben-Indianer, die einst von Venezuela aus in die südliche Karibik wanderten. St. Vincent ist, wie der Großteil der kleinen Antillen, eine Vulkaninsel. Sie bildet zusammen mit 32 Inseln der nördlichen Grenadinen den Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen. Lange bevor Christoph Kolumbus St. Vincent erreichte, besiedelten Indios aus Südamerika die Insel. Die friedlichen Arawak wurden um 700 vor Christus von den Kariben vertrieben. Nach ihnen ist die Karibik benannt. 1498 erreichte Christoph Kolumbus St. Vincent. Er fand die Insel beherrscht von den Kariben vor, die sie Hairun, Insel der Gesegneten, nannten und sich entschlossen gegen Angriffe von außen verteidigten. Im Gegensatz zu benachbarten größeren Inseln blieb St. Vincent noch über 200 Jahre frei von europäischer Herrschaft und Besiedelung. Die Kariben wurden von Christoph Kolumbus als kriegerisch bezeichnet. Sie wurden als kriegerisch bezeichnet, aber ich glaube, sie wollten ihr Territorium verteidigen. Sie waren nicht einfach nur kriegerisch. Es ist naheliegend, dass man sein eigenes Zuhause verteidigt, wenn jemand versucht einzudringen. Und das war der Grund, warum sie sich und ihr Land verteidigt haben. Als 1675 ein holländisches Sklavenschiff vor dieser Inselgruppe strandete, befreiten sich die Afrikaner und vermischten sich mit den Kariben. Dadurch entstand die Bevölkerungsgruppe der Black Caribs, die sich selbst Garifuna nennen. Durch den Streit um die Herrschaft zwischen England und Frankreich schafften es die Garifuna immer wieder, unabhängig zu bleiben. Nach der endgültigen Inbesitznahme der Insel 1795 durch die Briten wurden die Garifuna von den Kolonialherren und neuen Kolonisten argwöhnisch betrachtet. Sie waren ein Beispiel für freie Schwarze. Die Franzosen verbündeten sich mit den Black Caribs. Die kriegerischen Auseinandersetzungen endeten 1796 mit der Niederlage der Garifuna und Franzosen. Der Black Point Tunnel an der Ostküste von St. Vincent erinnert an die Zeit der Sklaverei. Der 113 Meter lange Tunnel wurde unter dem Befehl der britischen Kolonialherren 1815 von Sklaven gebaut, um Zuckerrohr zum Export nach Europa auf die Schiffe zu laden. Fort Charlotte, eine britische Festung aus dem 18. Jahrhundert in der Hauptstadt Kingstown, ist auf eindrucksvolle Art und Weise bezeichnend für die karibische Kultur. Die drei noch erhaltenen Kanonen zeigen ins Landesinnere, da die eigentliche Gefahr für die Engländer die Black Caribs waren. Erst 2002 wurde der Anführer der Garifuna, Joseph Chatoya, der 1795 in einer Schlacht gegen die Engländer starb, zum Nationalhelden von St. Vincent erhoben. He was like a war hero.
Er war so etwas wie ein Kriegsheld. Als die Franzosen und die Einheimischen kämpften, war er an der Front. Er wurde in einer Schlacht gegen die Briten bei Dorsetshire Hill in Kingstown getötet. Er ist der Erste, der aufgestanden ist, um für sein Land gegen die weiße Kolonialisation zu kämpfen. Er war der Erste, der einen Kampf organisierte, um sein Volk zu verteidigen. Deshalb ist er ein Nationalheld geworden. Auf St. Vincent und die Grenadinen lebt noch ein Teil der Black Caribs. Nach einer langen Zeit der Unterdrückung sind sie heute anerkannt und gleichberechtigt. Die Traditionen ihrer Vorfahren sind ihnen wieder bewusst geworden und sie sind bemüht, sie wieder zu beleben. In former years, the Garifuna people were looked down upon. They were looked at as the less. Früher wurden die Garifuna unterdrückt. Sie waren weniger glücklich und auch weniger gebildet. Man hat versucht, sie herabzusetzen. Aber in letzter Zeit hat man sehr viel getan für die Garifuna und sie werden heute anders gesehen. Aber früher wurden sie verachtet. But I think before, they were despised. Right? So you cannot see it? Yes, until recently. In letzter Zeit versuchen sie wieder zu ihrer Tradition zurückzufinden. Die Menschen versuchen durch das Essen, durch Volkskunde, die Kultur der Garifuna wiederzubeleben. In dem kleinen Ort Fancy kochen Garifuna traditionell mit Zutaten aus der Natur. Brotfrucht oder Cassava und Yamwurzel werden in einer kleinen Hütte verarbeitet. Das Cassava-Brot wird in einer durch Holz erwärmten Pfanne gebacken. Die Cassava-Wurzel stammt ursprünglich aus Südamerika und wurde schon von den Ureinwohnern der Karibik als Nahrungsmittel verwendet. When I was a little girl, I met my grandparents. Als ich ein kleines Mädchen war, haben meine Großeltern und Eltern und alle in unserer Gemeinschaft diese Frucht, die Knollenfrucht Cassava, gegessen. Sie wächst auf einem Baum. Wir schälen diese Frucht, dann wird sie gewaschen und dann wird sie zerrieben. Früher haben wir das mit den Händen gemacht. Da haben wir noch keine Maschine gehabt. Heute erleichtert die Technik die Arbeit, die einst mit den Händen verrichtet werden musste. Lange bevor diese Dame geboren wurde, lange bevor meine Mutter geboren wurde, war das schon eine Tradition. Diese Tradition hörte schon beinahe auf zu existieren. Wir versuchten sie wiederzubeleben, weil es ein sehr gesundes Essen ist. Jeder, der das isst, wird sich großartig fühlen. And anyone who partake of this food, they will feel great. Die Brotfrucht kommt ursprünglich aus der Südsee. Durch Unabhängigkeitskämpfe und Wirbelstürme kam es zu Lebensmittelknappheit auf den karibischen Inseln. Und die Plantagenbesitzer brauchten eine alternative Nahrungsmittelgrundlage. So wurden von Tahiti Brotfruchtbäume in die Karibik gebracht und dienten als Ernährung der Sklaven. Die nahrhafte Brotfrucht wird direkt im Ofen erhitzt, geschält und als Beilage zu diversen Gerichten, hauptsächlich mit Fisch, gegessen. Neben den bekannten Inseln Mastique und Palm Island liegt Backway am nächsten zur Hauptinsel St. Vincent.
Sie ist die größte der Inseln der Grenadinen. Der Name Bekwei stammt von den Arawak und bedeutet Insel der Wolken. Sie ist eine junge und freundliche Insel und es existiert hier die Langsamkeit des Seins. Wenn gefragt wird, was man denn hier unternehmen kann, kommt die Antwort: Nothing. Auf Bekwei hat der Walfang eine jahrhundertealte Tradition. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war er ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaft und sorgte für das Überleben der Bevölkerung. Heute ist es den Bewohnern der Insel offiziell von Greenpeace erlaubt, 4 Buckelwale auf traditionelle Art mit kleinem Boot und Harpune ausschließlich für lokalen Verbrauch zu fangen. Diese Zahl wird allerdings nie erreicht. Die Fischer von Bekwei waren die ersten, die den Gesang der Buckelwale entdeckten. Die Bullen singen zu jeder Paarungszeit ein anderes Lied, um eine Partnerin anzulocken. Bekwei ist eine Walfangstation. Es ist seit mehr als 100 Jahren eine Tradition. Greenpeace hat die Erlaubnis dazu gegeben. Die Boote der Walfänger werden von den Einwohnern auf traditionelle Weise aus Holz gefertigt. Der Bootsbau hat eine lange Tradition, von der Bekwei lange gelebt hat. Wir verwenden jedes einzelne Stück des Wales. Das Fleisch ist eine Delikatesse für die Einheimischen. Wir kochen es auf traditionelle Art. Es wird nur unter den Einheimischen aufgeteilt. In Roseau, der Hauptstadt von Dominica, geht es hektischer zu. Dominica liegt zwischen den französischen Inseln Guadeloupe und Martinique in der östlichen Karibik. Die Ureinwohner nannten die Insel in Anlehnung an das gebirgige Inselprofil einst Waitukubuli. Ihr Körper ist hoch. Dominica trägt wegen ihrer üppigen und verschiedenartigen Tier- und Pflanzenwelt den inoffiziellen Beinamen die Naturinsel. Über 300 Flüsse und Bäche sowie Wasserfälle und Seen befinden sich auf der Insel. Auf 762 Meter liegt der größte Süßwassersee von Dominica, der Freshwater Lake. Der See befindet sich im Krater eines erloschenen Vulkanes und dient heute als Trinkwasserreservoir und Wasserkraftwerk. Als Christoph Kolumbus 1493 Dominica entdeckte, ging er nicht an Land. Er nannte die Insel nach dem Wochentag ihrer Entdeckung, einem Sonntag, auf Spanisch Domingo. Wegen des besonders starken Widerstands der Kariben war Dominica die letzte Insel, die von den Europäern kolonisiert wurde. In einem Reservat im Osten von Dominica, dem Carib Territory,
leben die Kalinagos. Sie sind Nachfahren der echten Kariben, die diese Insel vor dem Eintreffen der Spanier beherrscht haben. Colonization came to Dominica 200 years after every other island in the Caribbean was already colonized. Dominica wurde erst 200 Jahre nach jeder anderen Insel der Karibik kolonisiert. Die Geschichte will uns lehren, dass wir kriegerisch waren und die Arawak ausgerottet haben und die Inseln vereinnahmt haben. Aber die Menschen, die die Geschichte geschrieben haben, waren nicht da zu dieser Zeit. Die Geschichte, die sie kennen, ist die Geschichte, die sie miterlebt haben. Was sie aufgeschrieben haben, ist unser Widerstand gegen ihre Machtübernahme. Sie wollten ihre Plantagen bauen und junge Menschen versklaven. Sie haben unsere Vorfahren und deren Kinder getötet. Wir haben nur versucht, die Kolonisation zu überleben. In dem Reservat lebt eine Medizinfrau, die traditionelle Heilmethoden mit natürlichen Mitteln anwendet. Alle Kräuter, die hier rund um mein Haus wachsen, nutze ich, um zu heilen. Es gibt verschiedene Kräuter, die die verschiedenen Krankheiten heilen können. Aber die Menschen, die zu mir kommen, muss ich nach den Symptomen der Krankheit fragen, um ihnen helfen zu können. Das Wissen um die traditionellen Heilmethoden der Kalinagos wird an die Nachfahren weitergegeben. Schon meine Eltern haben die Kräuter angewendet, um Krankheiten zu heilen. So habe auch ich gelernt, alles, was hier wächst, gegen Krankheiten einzusetzen. Das Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Meine Kinder können ebenfalls die Kräuter anwenden und deren Kinder zeigen sich sehr interessiert an dieser Kunde. Meines Wissens nach hat sie bei etwa 100 Geburten geholfen. Und bei keiner einzigen gab es Komplikationen, weder bei dem Baby noch bei der Mutter. Und das ist signifikant. Es ist überwältigend, dass sie bei so vielen Ereignissen erfolgreich war. Und niemand verlor sein Leben. Und sie war niemals in der Schule. Mittlerweile ist die Moderne im Carib Territory angelangt. So engagieren sich junge Kalinagos dafür, dass die Tradition und Kultur ihres Volkes nicht nur erhalten bleibt, sondern auch verbreitet wird. The whole idea of the whole going to commercializing of medicinal plants by the Kalinago Heritage Society came about when there was a youth path program which was held in the Carib Territory. Die Idee, die Heilpflanzen durch die Kalinago Heritage Society kommerziell zu nutzen, ist aus einem Programm aus dem Jahr 2006 entstanden. An diesem Programm haben 20 Personen teilgenommen. Wir haben ältere Personen über die Heilpflanzen und ihre Wirkung interviewt und wie sie traditionell genutzt werden. Wir haben alles genau dokumentiert. Danach wollten wir einen Schritt weitergehen und die Tradition der Verwendung der Heilpflanzen kommerziell nutzen. And we decided to use that very same knowledge that we have acquired to go to actually to well take the this into a next level into going to commercializing of these very same traditionally used medicinal plants. The whole culture, medicines and all that. Medicines in itself is very important. It has been used by the Kalinago people for centuries. Die traditionelle Medizin ist sehr wichtig. Sie ist über Jahrhunderte von den Kalinagos angewendet worden. Sie haben nie zu einem Arzt gehen müssen, da sie sich immer selbst helfen konnten. Und das macht mich sehr stolz, dass wir unsere eigenen Pflanzen aus dem Garten nutzen können, um einen gesünderen Lebensstil aufrechtzuerhalten. In our backyard, around our yard, or so around in the various environments, that we can use and sustain a relatively healthy lifestyle.
Nach traditioneller Bauart werden im Carib Territory Kanus gefertigt. Die Boote werden aus einem einzigen Baumstamm produziert, der ausgehöhlt und mittels Feuer erweitert wird. Die Einbaumkanus wurden einst zu Reisen und zum Transport von Waren benutzt. Beim Fischfang auf Dominica sind sie heute noch unersetzlich. In the centuries before, what we understand, but I don't know really if it's true, but what I understand is that they used to make it in the canoe. Jahrhunderte vor unserer Zeit haben die Menschen Kanus aus einem einzigen Baumstamm gebaut, 60 Fuß lang. Sie sind von hier zu anderen Ländern wie Marie-Galante oder Martinique gereist. Aber die Kanus waren zu instabil, um über das Meer zu reisen. So haben sie noch ein Stück Holz auf das Kanu montiert. So ist es höher auf dem Wasser gelegen und war viel stabiler und man konnte die Reiseroute besser halten. Die Baumstämme für die Kanus werden im umliegenden Regenwald gefällt. Du fällst den Baum und das machst du bei Vollmond. Du kannst ihn nicht einfach so fällen. Wir richten uns nach dem Mond. Wenn wir bei Neumond einen Baum fällen, dann ist das Holz schlecht. Wir können es kaum zum Kanubau verwenden. Aber wenn wir den Baum bei Vollmond fällen, dann bekommen wir ein Holz wie dieses. Ein flaches und schönes Holz. Wenn wir dieses Holz haben, dann beginnen wir es auszuhöhlen. St. Vincent und Dominica sind zwei der ursprünglichsten Inseln der Karibik. Innerhalb der Karibik gibt es nur noch auf diesen beiden Vulkaninseln Karibenreservate. Hier leben die Nachfahren jener Volksgruppe, die einst der Karibik ihren Namen gab. Sie sind die letzten einer Ethnie, die lange Widerstand gegen die europäischen Kolonialmächte geleistet und sich nie als Sklaven unterworfen haben.